Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Regnum Staffel 2. Ja, ich habe ein wenig gefarmt, bin Level 11 geworden, fast 12. Habe hier ein paar gute Sachen gefunden. Vor allem dieser Stab, der 23 bis 30 Schaden und Ausblechgeschwindigkeit plus 2% ist sehr gut für den Anfang. Besseres kann man eigentlich jetzt momentan auch noch nicht finden. Das war, wir können überraschen, der Drop. Es droppte sehr wenig von den Gegnern. Und deshalb, ja. Also wir müssen hier mit den Leuten reden, zum Beispiel hier den Barbarentrainer. Ah, den haben wir schon. Mal schauen. Hinter mir. Ja. Die Dinge, die Symbole sind natürlich am falschen Ort. Also suchen wir mal diese Leute. Vielleicht ist hier hinten noch einer. Hier ist mal einer. Ja, der Rittertrainer ist hier. Okay. Und dann sollten neben hier am Platz welches sein, aber irgendwie ist das nicht so der Fall. Wir schauen mal, ob diese Schneiderin hier etwas Besseres hat. 40. 32. Magierhandschuh, Lehrlingshandschuh, Magierhandschuh. Sind besser. 36. So. Und das Gewand haben wir. 48 minus 2. 36, 48, 48. 48. 36. So. Tragen wir die mal. So. Und gehen wieder runter. Was ist denn das? Ein Fass. Sah so von Licht her irgendwie aus wie eine Spule. So. Also irgendwo hier müssen noch Trainer sein. Ja, aber wo? Hier drin? Das ist ein normaler Bogenschützentrainer. Wir brauchen die Extension Trainer. Die Trainer von den Zweitberufen. Hier oben. Wie scheint irgendwo einer sein, zu sein. Der Waffenschmied ist hier, aber der ist kein Trainer. Hm. Ah ja, ich habe den Feuerball noch geskillt und dieses eisiger Wind. Der Schütze-Trainer ist auch. Doch, der ist. Ah ja, das ist der Schütze, nicht der Bogenschütze. So, dann haben wir hier irgendwo noch einen. Ist der oben oder so? Es ist einfach falsch angezeigt. Denk schon. Der Beschwerertrainer ist noch hier. Den haben wir aber schon. Jetzt haben wir die zwei Schützentrainer, der Paladin-Trainer, der Trainer vom einer fehlt noch, oder? Mal schauen. Dagmar fehlt noch. Der hat noch eine Quest. Hier hinten hat es noch einen. Das ist ein Wächter. Ja, wo bist du denn? Hä? Wo bist du denn? Tja. So ist es natürlich schwer.
Vielleicht der ganz dort hinten, aber das glaube ich nicht. Was fehlt denn noch? Der Jagdtrainer fehlt. Oder? Der Schmied. Eine Kiste. Da kann man nichts machen. Noch nichts. So, hier hoch. Ja, sehr viel. Man sieht es. Ja, die Questzeichen sind sehr extrem verbuggt. Die waren früher mal manchmal in der Kriegszone, obwohl man noch lange nicht in die Kriegszone sollte. Das ist der eigentliche Mist, Kräuterkenner, was macht denn der? Matrix. Ja, danke. Geheimnisvolle Magnetwaffe. So teuer. Nein, die Magnetquests machen wir noch nicht. Sonst haben wir dann Probleme mit den anderen Quests. Also wir haben dann weniger zur Verfügung, weil die Magnetquest, die dauert bis hoch in die Levels und kostet auch sehr viel. Weil die muss man gießen und alles möglich. Und ihr wisst ja, die Magnetwaffen kommen nur, die Magnetstücke bekommt nur sehr selten von Steinen über. Und die zu sammeln ist viel zu langatmig. Ja, sehr gut. Ich finde natürlich einen Trainer nicht. Hier waren wir noch nicht. Schauen wir mal hier. Oh, schöne Aussicht. Hier ist die Bibliothek. Da gibt es wahrscheinlich wieder die gleichen Quests wie in Cirtisa. Mit den Büchern alle anklicken. Sehr, sehr innovativ. Der Rittertrainer haben wir hier. Den haben wir schon angeredet. Machen wir es nochmal. Nö. Ja, was machen wir jetzt? Schneider. Bogner. Irgendwo hier. Genau. Hier. Brunnen kann man nichts machen. Müssen wir nicht den Brunnen anklicken. Ja, ich will jetzt eigentlich nicht mehr suchen. Hätte mal typische Rechnung. Ja, was soll ich jetzt machen? Vielleicht finden wir sie dann später. Jetzt machen wir mal diese Quest. Dazu müssen wir hier schauen, wo die Maps sind. So, mal in diese Richtung gehen. So. Hier kann man irgendwo runter. Ja, wo denn? Ah, das ist diese, da haben wir schon. Ist es die noch gelb? Also müssen wir in diese Richtung. Ah, ist das verwirrend.
annehmen. Ja, das ist die Magnetwaffe-Quest. Die wollen wir noch nicht annehmen. So. Dann nehmen wir mal den Dackerfell raus. Dackerfell. Der Dackerfell, weiß ich nicht. Sehr viel los hier. Da kommen wir jetzt zur Kriegszone. Wir müssen natürlich nicht durch die Kriegszone, aber fast. So, haben wir das. Gehen wir wieder zurück. Ah, darüber müssen wir noch. Ja, solche Sachen wie hier sollten eigentlich auch nicht mehr auftreten nach einem 7 Jahre altes Spiel. Aber leider sind Grafikbugs so oft verbreitet in solchen Spielen, wo nicht so viele Entwickler arbeiten dran, eigentlich in Stich gelassen werden. Traurig, aber leider Tatsache. Schauen. Ja, wir sind im richtigen Weg. Sieht nicht mehr so gut aus für Regnum. Die Updates werden nur noch so alle 3 Monate eins kommen mit kleinen Bugfix. Und neuen Events und so. Schade drum. Aber es geht ums Spiel und spielbar ist ja das Spiel mit den Gilden und so, macht Regnum extrem viel Spaß. Gildenkriege und so weiter. Jetzt ist es halt noch das Level bis Level 40 oder so und dann mache ich natürlich mit. Und ja. Schauen wir mal. Und ihr dürft natürlich immer dabei sein, wann ihr wollt. Jeden Tag 20 Uhr bis in die Nacht nehme ich auf und kann mit euch plaudern, mit euch tauschen. Und ich habe mir mit drauf gekommen, sorry. So. Ja, das Headset ist ein bisschen blöd. So. Lange Stoßzahl. Okay, dann arbeiten wir die Quests mal.
Grunzer. Winziges Rädchen, die waren da vorne. So, hier, also kloppen wir mal die Weich. Hopp. Und Feuerball, 255 Schaden. Yeah.